Robert Lewandowski soll sich mit dem FC Barcelona geeinigt haben und seinen Wechselwunsch auch schon beim FC Bayern hinterlegt haben. Wir gehen der Sache auf den Grund und erklären euch, was wirklich dran ist an den Gerüchten um einen Barca-Wechsel. Und wir schauen uns an, warum die Beziehung zwischen Jerome Boateng und Olympique Lyon komplett zerrüttet ist. Für die allermeisten Fans ist der FC Bayern ohne Robert Lewandowski undenkbar. Seit nunmehr 8 Jahren schnürt der polnische Torjäger seine Fußballschuhe für den deutschen Rekordmeister und liefert Tore wie am Fließband. Lewandowski ist nicht nur topfit, sondern wird im hohen Alter immer besser. Auch in dieser Saison ist der 33-Jährige die Lebensversicherung der Bayern und einer der wenigen Spieler, die absolut unersetzbar sind. Doch die Zweifel an einem langfristigen Verbleib erhärten sich zunehmend. Bayern kommt in den Verhandlungen einfach nicht in die Gänge und schafft es bislang nicht, den bis 2023 laufenden Vertrag mit der Tormaschine zu verlängern. Führungsspieler wie Thomas Müller, Manuel Neuer und eben Lewandowski waren darüber verstimmt, dass ihre Signale für eine längerfristige Zusammenarbeit keine Wirkung beim Club gezeigt haben. Deshalb erklärte Vorstandsboss Oliver Kahn die 3 Personalien zur Chefsache. Bei Thomas Müller erzielte Kahn zuletzt Fortschritte. Dieser gab auf einer Pressekonferenz des DFB Einblick in die Verhandlungen. Es ist grundsätzlich so, dass der Verein und wir Spieler immer in einem gewissen Austausch sind. Die Frage ist immer nur, wie intensiv ist der Kontakt? Da trennt sich logischerweise auch die Spreu vom Weizen, ob man über das Wetter spricht oder über wirkliche Vertragsinhalte, so Müller. Die Zeichen der Personalie Müller stehen mittlerweile auf Verlängerung. Zuletzt führte Müllers Berater Ludwig Kögel in München Gespräche mit dem FC Bayern. Im Raum steht eine Verlängerung bis 2025. Müller möchte unbedingt noch 3 Jahre auf höchstem Niveau spielen. Und die Bayern sind gut beraten, ihrem lautstarken Wortführer entgegenzukommen. Ähnlich wie Lewandowski spielt der 32-Jährige eine Wahnsinnssaison und lieferte 12 Treffer und 23 Assists in 41 Pflichtspielen. Dementsprechend schmierte Präsident Herbert Hainer Müller zuletzt öffentlich Honig um den Mund. Ich bin der festen Überzeugung, dass Thomas Müller zum FC Bayern gehört, wie die Frauenkirche zu München, so Hainer. Zudem ist der Clubboss davon überzeugt, dass der Vorlagenkönig den Bayern erhalten bleibt. Ich bin der festen Überzeugung, er wird seine Karriere beim FC Bayern beenden. Es ist also davon auszugehen, dass Müller langfristig in München bleibt. Bei Lewandowski sieht die Lage dagegen ganz anders aus. Wie polnische Medien berichten, besteht Einigkeit mit dem FC Barcelona. Lewandowski könnte für 3 Jahre bei den Katalanen unterschreiben. Den Berichten zufolge hat Lewandowski den FC Bayern bereits darüber informiert, dass er seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Zwar möchte Barca Lewandowski unbedingt verpflichten, dieser hat aber entgegen der Meldung aus Polen noch keine Entscheidung über seine Zukunft gefällt. Seinen Wechselwunsch hat der begnadete Stürmer bislang nicht bei den Clubverantwortlichen des Tabellenführers hinterlegt. Zurücklehnen können sich die Münchner aber nicht, denn Lewandowski steht einem Wechsel nach Barcelona durchaus offen gegenüber. Vini Zahavi bietet seinen Klienten aktiv bei anderen Clubs an. Der Starberater soll sich in einem regelmäßigen Austausch mit den Katalanen befinden und lässt seine guten Beziehungen zu Barcas Präsident Juan Laporta spielen. Auch bei Paris Saint-Germain soll Zahavi schon vorstellig geworden sein und erfragt haben, was Lewandowski dort verdienen könnte. Mit Manchester United steht ein weiterer potenzieller Abnehmer bereit, der die nötigen finanziellen Mittel aufbringen könnte, um einen Transfer zu realisieren. Allerdings scheint ein Wechsel zu United angesichts der dürftigen sportlichen Perspektive rund ums Old Trafford sehr unwahrscheinlich. Denn aktuell belegen die Red Devils einen enttäuschenden 7. Tabellenplatz. Eine Teilnahme an der Champions League ist unwahrscheinlich. Zudem sucht United eher nach einem jüngeren Angreifer. Die Spur nach Barcelona ist ohnehin deutlich heißer als nach Paris oder Manchester. Barca hat auch schon eine Ablösevorstellung, mit der man Lewandowski aus seinem Vertrag herauskaufen möchte. 50 bis maximal 60 Millionen Euro sind die Blaugrana bereit auf den Tisch zu legen. Angesichts von Lewandowskis Alter und seinem kurzen Restvertrag eine große Summe. Doch Trainer Xavi möchte unbedingt einen Topstürmer an Bord holen, der seiner Mannschaft mehr als 30 Tore pro Saison garantiert. Mit Blick auf Lewandowskis Statistiken in den vergangenen Jahren müsste sich Xavi im Falle einer Lewandowski-Verpflichtung jedenfalls keinerlei Sorgen um dessen Torquote machen. Barca bastelt aktuell an einem 2- bis 3-Jahres-Vertrag für Levi. Die Bayern zieren sich normalerweise älteren Spielern mehr als einen 2-Jahres-Vertrag zu bieten. Für Lewandowski, der sich langsam aber sicher auf sein Karriereende zubewegt, ist die Aussicht auf ein längerfristiges Arbeitspapier sicherlich eine reizvolle Perspektive. Dieses könnte ihm beim katalanischen Traditionsclub mit einem Gehalt in Höhe von 35 bis 40 Millionen versüßt werden. Bislang soll Lewandowski bei den Bayern rund 20 Millionen verdienen. Als Alternative zu Lewandowski wurde in Barcelona zuletzt neben Erling Haaland auch Mohamed Salah gehandelt. Während Manchester City und Real Madrid im Rennen um den Torjäger von Borussia Dortmund vorne liegen, soll Salah nach zähen Verhandlungen vor einer Einigung mit dem FC Liverpool stehen. Beste Karten hätten die Blaugrana aktuell also bei Lewandowski.
Trotzdem bleibt die Frage, wie Barca den Transfer realisieren möchte. Der Club steht mit 1,3 Milliarden Euro in der Kreide und muss 144 Millionen einsparen, um den von La Liga vorgegebenen Salary Cap nicht zu sprengen. Wie Barca den Deal finanzieren möchte, ist also unklar. Immerhin ratifizierte der Verein zuletzt den Sponsorenvertrag mit Spotify. Innerhalb der kommenden 4 Jahre wird Barca rund 435 Millionen Euro vom Musikstreamingdienst erhalten. Es bleibt letztendlich abzuwarten, wie der Transferpoker ausgehen wird. Lange Zeit schien ein Abschied von Lewandowski sehr unwahrscheinlich. Mittlerweile hat sich der Wind aber gedreht. Die Bayern haben einfach zu lange gezögert und müssen nun damit leben, dass sich Lewandowski mit einem Vereinswechsel beschäftigt. Barca kann Lewandowski mittlerweile eine reizvolle sportliche Perspektive bieten. Unter Xavi findet der Club immer mehr zu alter Stärke und spielt einen herzerfrischenden Offensivfußball. Andererseits weiß der Nationalspieler genau, was er an seinem Arbeitgeber hat. Mit den Münchnern spielt Levi jedes Jahr um den Titel in der Champions League. Die Meisterschaft ist ohnehin eingeplant. Auch wenn das Bittere aus gegen den FC Villarreal aus Sicht des ehrgeizigen Stürmers sicher besonders wehgetan hat. Außerdem fühlt sich Lewandowski im homogenen Mannschaftsgefüge sichtlich wohl. Es ist also keinesfalls auszuschließen, dass beide Parteien noch einmal aufeinander zugehen und eine Einigung erzielen. Jerome Boateng fand hingegen im vergangenen Sommer keine Einigung mehr mit den Bayern. Nach 10 Jahren endete die Zeit des hochdekorierten Innenverteidigers an der Säbener Straße. Unmittelbar vor dem Champions League Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain im April teilte Hasan Salihamidžić Boateng damals mit, dass sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Im Sommer 2021 zog es Boateng dann zu PSGs Ligakonkurrent Olympique Lyon. Unter dem ehemaligen Leverkusener Trainer Peter Bosz sollte die Abwehrkante als Wortführer und Schlüsselspieler auftreten. Doch es kam alles anders. Kurz nach der offiziellen Verkündung des Wechsels wurde der gebürtige Berliner zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt. Boateng soll seine ehemalige Lebensgefährtin geschlagen haben. Zwar legten die Anwälte des 33-Jährigen Revision gegen das Urteil ein, das öffentliche Image litt jedoch enorm. Sogar Boatengs Bruder Kevin Prinz distanzierte sich öffentlich von Jerome. Der Start bei seinem neuen Arbeitgeber war also denkbar schlecht. Und auch sportlich läuft es für Boateng seit seinem Wechsel nach Frankreich alles andere als rund. Nach 31 Spieltagen steht OL auf einem enttäuschenden 10. Tabellenplatz. Die sportliche Talfahrt hat Boatengs Laune nicht gut getan. Im Februar wurde der Weltmeister aus dem Kader gegen den OGC Nizza gestrichen, weil er sich mehrfach verbale Schlagabtausche mit seinen Mannschaftskollegen geliefert hatte. Regelmäßig kritisierte Boateng in dieser Saison seine Mannschaftskollegen. Dies soll bei einigen Spielern innerhalb des Teams überhaupt nicht gut angekommen sein. Vor allem, weil der Abwehrrecke seine Führungsrolle sportlich bislang nicht rechtfertigen kann. Bei einer Partie gegen Stade Rennes im November geriet der 33-jährige Mitkapitän Léo Dubois und Ryan Cherki aneinander. Mit dem mittlerweile an Newcastle United verkauften Bruno Guimaraes soll es sogar handgreiflich geworden sein. Bislang macht sich Boateng mit seinem aufmüpfigen Verhalten überhaupt keine Freunde in Lyon. Zu allem Überfluss kritisierte Boateng nach der 0:2 Niederlage gegen die AS Monaco Trainer Bosz für dessen Taktik, woraufhin ihn dieser zeitweise aus dem Kader verbannte. Nun könnte Boateng im Sommer dem Umbruch bei Lyon zum Opfer fallen. Laut der französischen Zeitung L'Équipe ist der Innenverteidiger einer von mehreren Spielern, die nach der Saison ihre Koffer packen sollen. In den vergangenen 8 Ligaspielen kam Boateng 6-mal nicht zum Einsatz, 4-mal davon stand er gar nicht einmal im Kader der Lyonnais. Gegen Angers und in der Europa League gegen West Ham unterliefen Boateng eklatante Fehler, die jeweils zu direkten Gegentreffern führten. Französische Medien attestierten Boateng nach dem Spiel gegen die Londoner eine katastrophale Leistung. In den darauffolgenden Partien musste er zurück auf die Ersatzbank. Die Geduld mit dem Ex-Bayer hat sich offenbar dem Ende zugeneigt. Sowohl Boatengs Leistung als auch dessen Verhalten neben dem Platz werden äußerst kritisch beäugt. Eine OL-nahe Quelle sagte zuletzt, im Verein ist man sehr enttäuscht von ihm und seiner Leistung. Boateng verteilt viele Ratschläge an junge Spieler, doch diese hören nicht auf ihn. Sie sagen, er sei selbst außer Form und rede viel zu viel. Keine guten Voraussetzungen also für eine weitere Zusammenarbeit. Boateng hat es sich innerhalb rund eines halben Jahres mit seinem neuen Arbeitgeber verscherzt. Die Spieler wenden sich ab, genauso wie Trainer Bosz. Daher wäre alles andere als eine Trennung im Sommer eine große Überraschung. Das waren wieder unsere aktuellen Kick News. Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare und schaut euch auch unsere anderen Videos an.